Jetzt geht's ab. Jetzt ist der Shopping-Rausch da. Jetzt geht's dahin. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, lange hat es gedauert, endlich ist es wieder soweit, ein weiterer Shopping-Stream. Eigentlich wollte ich mir nur einen Buckethead und eine Sonnenbrille kaufen, aber wie man es natürlich kennt, ist das Ganze eskaliert auf Farfetch. Wir haben um einiges mehr gekauft, was wir gekauft haben und was wir alles Nices gestöbert haben, aber dann nicht in den Warenkorb geschafft haben, seht ihr in diesem Stream. Nicht länger quatschen, los geht's mit dem Shopping-Stream. 624 Euro habe ich noch Gutschrift. Ich meine, ja, mit 624 Euro hupst du eigentlich eh nicht so weit auf Farfetch. Aber ich hätte gern Bucketheads und Sonnenbrillen. Und vielleicht noch ein Shirt. Ja, wir stöbern einfach mal. Wir schauen jetzt mal bei Neuzugängen ein bisschen und schauen, was uns reinrennt. Lavin wäre eigentlich auch ganz cool. Oh, die Jacke ist schön. Ich mag den Farbton. D-Squared geht so ein bisschen in die Cactus Plant Flea Market Richtung, oder? Mit dem Smiley. Apropos, die neuen Cactus Plant Flea Market in diesem Grün. Die da. Boah. Die sind richtig crazy, oder? Weil leibernde Hosen empfehlen. Ich tendiere jetzt aktuell wieder so ein bisschen zu, ja, nicht engeren Jeans, aber so Straight-Cut-Jeans. Und da finde ich die Carpenter-Pants von Represent, die habe ich mir jetzt nochmal bestellt. Die finde ich eigentlich ganz cool. Fifth Guard Essentials Jacke. Die ist so ein bisschen gefüttert. Die finde ich auch ganz nice eigentlich. Der ist ganz cool. Son of a Beach. Mhm. Palm Angels, der Spruch ist Katastrophe. Aber so der Style von dem Stricksweater, den finde ich ganz cool. Erinnert mich leicht an meinen Marni-Sweater. Was sagt sie zu dem Hemd? Finde ich eigentlich ganz cool, oder? Ihr seid nicht so begeistert. Schöner Schnitt. Ja, ich finde den Schnitt auch sehr schön. Wir wollten ja schon mal, vielleicht in einer anderen Farbe. Die Balmain-Hose, Badehose, finde ich auch ganz cool. Hemden wären auch eine Überlegung. Wie machst du eigentlich gerade dein Geld? DJ-Agentur, YouTuber-Namen, was aktuell sehr wenig ist. Streamer-Namen, was aktuell sehr wenig ist. Also die kannst du eigentlich momentan nicht zählen, aber hauptsächlich DJ-Agentur. Werbekooperationen und meine Modemarke. Amiri Caps, ich sag's euch, Amiri macht so nice Caps einfach. Die sind, also was Caps angeht und Shorts angeht, die haben so coole Sachen immer wieder. Das ist echt Wahnsinn. Aber 437 Euro auf einer Cap ist schon übertrieben teuer. Philipp Plein, oh, wie sehr habe ich gespuckt. Philipp Plein, Uhr einfach. Lavin Sneakers hätte ich, wie gesagt, auch Bock. Ich habe mir eigentlich gedacht, den Film fahre ich nicht. Aber irgendwie gefällt es mir doch. Die gibt es ja auch in der Kooperation mit Gallery Department. Da haben wir die ganzen Marni-Hemden. Oh, wow. Boah, das ist aber schon ganz cool, oder? Das ist schon ganz nice. Ich werde mal bei Farfetch anfangen und mal eine neue Kooperation machen. Das von Jacques Mue ist eigentlich auch ganz cool soweit. Aber das finde ich sehr cool. Das hat so diese, weiß ich nicht, Kolumbien-Vibes irgendwie, oder? Schönes Hemd. Wow, das ist ja auch nice. Ich sag's ja, Amiri, geisteskranke Hemden. Schaut sich das Hemd an. Bruder, Herz. 765 Euro ist voll übertrieben. Aber das ist richtig krank. Und das ist auch richtig krank. Leute, ich glaube, ich muss mal kurze Hosen und Hemden kaufen. Boah, das ist auch cool. Auch mit der Hose dazu. Crazy. Ich kenne die Marke gar nicht. Boah, das ist die Shorts dazu wahrscheinlich, oder? Aber boah, ich glaube, ich kaufe das im Set. Die Hose auch. Coole Marke. Ja, das ist aber nicht die Hose. Ich will diese andere Hose dazu. Die haben so diesen leichten Cactus Plant Flea Market Vibe, aber ich finde es trotzdem cool. Findet ihr beides too much oder geht? Ich finde, geht. Gibt es in Weiß auch. Ich finde das ziemlich nice. Die haben coole Sachen. Ist das jetzt noch dabei? Barrow. Kennt ihr die Marke? Schaut sich das Hemd an, ja. Das wirst du nicht lange tragen, denke ich. Ja, was trage ich denn lang? Sind wir uns ehrlich, außer meine Nike Sakai und mein Trainingsgewand. Die zwei Stussy-Shirts, die ich da immer im Training anhabe. Ich sollte mir eigentlich mal Trainingsklamotten. Ja, zu eng. Ich glaube, jetzt, wo ich das, den Look sehe. Na, gefällt mir doch nicht mehr. Oder? Vielleicht nur die Hose. Das Hemd taugt mir jetzt doch nicht mehr. Weil ich finde das zu viel. Seht ihr das? Das ist too much. Was sagt sie zu dem? Ja, angezogen gefällt es mir wieder nicht so gut. Ja, naja, ich weiß nicht. 1,86 ist der und trägt was? Gewohnte Größe wählen. Chat sagt nein. 1 von 10. Oha. Findet ihr das so schlimm? Ich finde das nämlich cool. Oha. Crazy. Wow, cool. Das kostet 427. Wunschliste. Geiles Ding. Etwas. Boah, cool. Das finde ich nice. Zack. Das haben wir auf jeden Fall mal
drin. Da haben wir noch Jacquemus, aber ich glaube, das haben wir schon geherzt. Das vom Prada. Ist ein bisschen ein Fickerhemd, finde ich. Mit dem kannst du im Vogel gehen und dann machst du gleich ein bisschen auf Ficker. Das finde ich nicht schlecht. Aber mir gefällt dieses schwarze Camouflage-Ding irgendwie nicht so. Das finde ich eine 9 von 10. Das da, 1000 ist schon hart. Ich weiß nicht, ich fühle die Prada-Hemden nicht so. Da finde ich das irgendwie, das erinnert an eine Mumu, oder? Bottega, ich finde den Colorway sehr fresh für den Winter. Hemd mit Wellenmuster. Dazu, so die Hose mit dem Hemd könnte schon nice kommen. Checkt hier. Das könnte schon cool kommen. Dann einfach weiße Sneaker dazu. Cooler Buckethead vielleicht noch in weiß. Crazy fit. Crazy fit. Sag ich, wie es ist. 750 schon viel, aber auch echt nasses Hemd. Wie viele Hemden habe ich jetzt eigentlich? Wenn man da Markus das Jacquemus zurückgibt, habe ich das Jacquemus noch. Das hat er ja damals gewonnen, aber er tragt es nie und hat mich schon dreimal gefragt, ob es mir nicht zurückgeben soll. Das kann ich anziehen. Dann habe ich mein Represent, das trage ich wirklich gern. Dieses eine, was wir mal gekauft haben von 11 Paris. Na, wie hat das geheißen? Das da. Ah, 5 cm. Und dann noch so ein paar andere Sachen, die ich aber nie trage. Das trage ich echt ultra selten. Und von den anderen weiß ich gar nichts. Also Hemden sollte ich vielleicht echt ein bisschen kaufen. Hemden und Shorts für den Sommer. Das wäre echt vielleicht so die Wave, die ich fahren werde. Wie gefällt euch das? Ja, muss nicht, finde ich. Fort to four. Bin so schlecht im Französisch, aber es heißt enfant de riche oder so. Spricht man das so aus? Bitte, liebe Franzosen, helft mir kurz. Die haben echt coole Sachen. Aber ich glaube, auf Farfetch habe ich schon mal geschaut, die haben kaum was. De riche. Ah, enfant de riche. Colorway Mint finde ich eigentlich schon ganz cool. Buckethead Jacquemus. Ja. Der Mintgrüne, der weiß ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, ich bin kein Fan von der Form, weil es so nach unten geht und nicht so auf die Seite. Wisst ihr, was ich meine? Welche Sneaker findet ihr am coolsten so? Ich finde eigentlich die nice. Die finde ich auch sehr, boah, die finde ich echt, ah, die habe ich hier geherzt. Die, das sind die in der Kooperation mit Gallery Department. Boah, die sind crazy. Haben alle was. Boah, die sind ja mal richtig nice. Ja, der ist nice. Der blaue ist ganz cool. Ich glaube, diese Schnur werde ich eventuell rausnehmen. Den finde ich sehr cool in diesem Mint. Den hatte ich mal. Der hat mir gar nicht passt. Den gibt es auch in weiß. Oha. So, da waren wir schon. Off-White. Wer zieht? Na. Schauen wir mal kurz wegen Shades. Letztens erst haben wir so lange nachgeschaut. Oder die. Boah, die sind auch crazy, oder? Aber das sieht halt nix aus. Finde ich schon auch cool. Ich habe auch noch PayPal-Guthaben eigentlich. Wie viel habe ich noch auf PayPal? Ich könnte mir schon noch was kaufen. Ich schaue mal ganz kurz nach, was ich auf PayPal habe. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viel Essen mit PayPal bezahlt, ich Idiot. Das ist eigentlich Modegeld, aber ja. Ich schaue mal ganz kurz nach. Weil dann hole ich mal die Lavin-Sneaker und das Mahnehemd schon noch. Ich habe nur mal 650 Euro auf PayPal. Was habe ich gekauft? Ah. Wir überlegen noch, okay? Boah, die von Balenciaga ist auch wild, oder? Schade, dass ich meine verloren habe, das ärgert mich wirklich sehr. Balenciaga macht jetzt so alienmäßige Sonnenbrillen, wobei ich aber die Font ziemlich cool auf der Seite. Ich war in der Ewigkeit Balenciaga mit Vetements Favorite Brand. Finde ich eigentlich, aber dieser Alien-Look, okay, dann gibt es auch so. Haben sie da irgendein Bild, wie das wer aufhat? Schon auch crazy, oder? Gib nicht dein ganzes Geld weg für das, Max, ist zu teuer, wenn du dich ehrlich bist. Okay, wenn es mir nicht passt, ich habe so viele Sachen im Schrank, die finde ich nicht mehr so cool. Kann ich immer noch was hergeben, weißt du, wie ich meine? Mit dem Schrank, der bewegt sich. Der ist in Bewegung. Manches kommt weg, manches kommt dazu. Das passt schon so. Blöd ist halt, wenn du das verlierst. Das ist die ich hatte. Ärgerlich. Wenn mir irgendwer eine Freude machen will, im Nachhinein zum Geburtstag, kann er diese Brille für mich erwerben. Ich kaufe zwar fix kein zweites Mal. Sonnenbrille musst du einfach auch teilweise vorher aufsetzen. Die kommt sonst an und dann bist du nicht zufrieden. Boah, Bruder. Das kann man schon mal machen. Zack, rein da. Man muss so denken, wie viel Geld habe ich jetzt gespart, weil ich nicht fort war. Die ist auch nicht schlecht. Boah, ich könnte Sonnenbrillen, könnte ich mich dumm und deppert kaufen. Jetzt geht's ab. Jetzt ist der Shopping-Rausch da. Jetzt geht's dahin. Kannst du mir auch was holen? Hab bald Geburtstag. Ich hatte selber gerade Geburtstag. Ich habe mir noch gar nichts zum Geburtstag gegönnt. Dann hole ich das jetzt nach. Treat yourself. Ich war eh brav. Ich habe keinen Alkohol gesoffen. Gas geben. Ich muss zwar das auf 3 Konten jetzt aufteilen, aber es geht ja schon alles raus. Na, Sieger. Klar.
Ich muss mich ein bisschen belohnen für das jetzt. Na sicher, Leute. Außerdem, ich bin letztes Monat, ich habe euch ja erzählt in einem Vlog vor 3 Monaten, dass ich jetzt momentan mit 2000 Euro auskommen muss, was Essen, Trinken, Fortgehen und private Ausgaben auch für Tank, auch wenn es geschäftlich ist, und auch für Backen und so, ja, dass ich damit 2000 Euro auskommen muss. Und ich habe es letztes Monat zum allerersten Mal geschafft. Ja, mir sind 257 Euro übergeblieben. Ich war richtig stolz auf mich. Das ist jetzt einmal, ja, also 1465 kostet noch. Ich habe aber nur 650 auf PayPal. Lost, hätte ich einfach nichts ausgeben. Laweis Nick und Money Hemd, in das habe ich mich verliebt, das kommt fix mit. Hier Cold Wall Brille kommt auch mit. Das ist ein Fit, einfach. Seht ihr das? Die drei Sachen sind ein Bombenfit. Und vielleicht haue ich die zwei Sachen noch raus. Also genau die Sachen, die wir am Anfang angenommen haben. Freunde, das war's von diesem Stream. Ich habe noch alles bekommen. Also alles nicht, aber das Wichtigste haben wir noch eingepackt. Ihr werdet es dann kommend, sobald die Sachen da sind, werden wir natürlich auch wieder ein Unboxing-Video drehen, wo ich die Sachen dann nochmal anprobiere. Freut euch schon mal darauf. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Piece ihr am meisten gefeiert hättet und welches ihr euch vielleicht geholt hättet, was ich mir nicht geholt habe. Freunde, schaut auf MEM vorbei. Da gibt es noch krassen Stuff. Der Lemon Shop ist noch available und ein paar Pieces von Tabula Rasa. Schaut auf alle Fälle da vorbei, jetzt gerade für die wärmeren Temperaturen ist Farbe angesagt. In diesem Sinne, Freunde, ich verlinke jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Das war's von mir, euer Maximilian.